38 Minuten, die wir jetzt warten. Das nervt, ich sag's euch. Jetzt ob mit Kamera oder nicht. Wenn du einen Fernsehkoch Stefan Hensler kennst, erwartest du nicht das. Da erwartest du was Besseres. Und Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Ein, zwei Tage aufgenommen nach dem Video. Bin sehr hart ins Gericht gegangen mit dem Hensler. Hier sind viele Sachen im Video, die hätte ich sonst mit Sicherheit danach rausschneiden lassen. Ich habe jetzt alles drin gelassen. Ich bitte euch um euer Feedback. Haut's mir in die Kommentare. Gefällt euch das? Ich fand's teilweise ein bisschen hart, aber es ist die Wahrheit. Es ist das, was ich denke. Und ich finde, ich muss nicht immer ein Blatt vom Mund nehmen, wenn was scheiße ist, was scheiße. Viel Spaß beim Video. Nehmen wir heute den Hensler ins Visier. Wir werden schön ein paar Gerichte bestellen. Das ist im Gegensatz zu zum Beispiel Tim Mälzer Systemgastronomie. Aber egal, es soll schmecken. Wir testen das. Ja, und jetzt schauen wir mal, ob der schöne Hensler überzeugen kann. Lasst mir auch gerne einen Kommentar da. Ihr wisst, 50 Euro Gutschein am Start. Wenn euch dieses Format gefällt, dass ich versuche, die TV-Köche auseinanderzunehmen. Bisher haben sie ja tatsächlich, oder bisher der Mälzer überzeugt. Was geht, Mann? Bisher haben die namhaften Geschichten ja eigentlich wirklich was auf dem Kasten gehabt. Da hätte ich nichts dagegen, wenn der heute einscheißt, der schöne Hensler. Hey, das ist Holle. Kommt mir beinahe gerade vor wie Holle undercover, aber nein, es ist nicht Holle undercover. Da werden wir uns gleich hinflitzen, Mann. Ich bin wieder im Game. Naja, wir sind jetzt hier am Start. Da ist mächtig was los hinter uns. Also, wir wollen ja jetzt euch ein paar Aufnahmen drin auch zeigen. Bin schwierig. Ich habe eine Idee. Wir gehen rein, dann verwickelt sich ein Gespräch und ich brauche so lange die Aufnahme. Nein, 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 nicht auf Undercover und dann wollen die das nicht. Ich frage nochmal, im letzten Mal durften wir ja auch. Ja, okay, bleib mal hier stehen wegen den Tischen. Also, Burger haben wir hier schon mal gefetzt. Der wurde von Mal zu Mal gefühlt schlechter und jetzt fetzt man die anderen Sachen. Systemgastronomie, lieber Hensler. Der schöne Hensler. Was mich natürlich auch brennend interessiert, Systemgastronomie soll ja eigentlich dafür stehen, dass es alles fix geht und schnell. Das ist das Gleiche. Und das, wenn die Zeit gleich stoppen, wenn wir bestellt haben, wie lange die brauchen. Und ich habe mir so überlegt, 3 bis 4 Gänge Menü werde ich euch jetzt servieren. Lasst euch ein bisschen reinfühlen in die Welt des schönen Hänzlers. Und dann werden wir gemeinsam mal schauen, ob das was taugt hier. So Leute, Karte ist am Start. Wir werden jetzt mal eben reinlinsen. Hallo, wie geht's jetzt? Gut, Mann. Ich bin der Bürgermeister, Hamburg Bürgermeister. Mein Name ist Daniel, Hamburg Bürgermeister. Das freut uns. Und ich bin Holle. Es geht los mit einem Rinder Carpaccio. Das ist ein guter Starter, wo ich auch schon Erfahrung habe. Den ballern wir uns rein, dann geht's weiter. Also nur kurz als kleiner Zwischenstand. Ne? Wir warten seit 2:15 ungefähr. Guck mal auf die Uhr. Und wir haben jetzt gerade mal die Karten bekommen. Wenn wir jetzt etwas trinken wollen, zumindest schon keine Chance. Also ganz ehrlich, Leute, ich habe wirklich, das verdirbt mir gerade die Laune. Wir haben letztens beim Dreh schon so ewig gewartet. Das sind jetzt schon 38 Minuten. Keine Getränke, weil wir haben nur die Karten in die Hand gedrückt gehabt. Das war nicht der auch Getränke aufnimmt. Das nervt, ich sag's euch. Jetzt ob mit Kamera oder nicht, bockt einfach nicht. Das verdirbt euren guten alten Holle die Laune. Guten jungen Holle, armer Holle. So Leute, er hat es einfach verplant, nach 50 Minuten, also gut, jetzt kann man auch sagen, wir hätten vor einer Viertelstunde schon kommen können, aber nachdem ich 2 Kellnern Bescheid gesagt hatte, erst jemand anders und dann ihm, dachte ich natürlich, dass es einfach hier länger dauert. Ich will die Leute ja auch nicht nerven, ihr kennt das selber, man will ja nicht, es ist dann auch unangenehm, irgendwie dann 5 Mann zu fragen. Aber haben sie verplant, wir müssen das Video jetzt abbrechen? Nein, das müssen wir nicht. Wir kriegen jetzt eins nacheinander, bam, 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 das geht Schlag auf Schlag, werden wir alles bekommen. So, also wir wollten, und das haben sie auch gesagt, weil sonst hätten wir hinterher bestellt, wir wollten was essen und dann das nächste bestellen. Dann habe ich gefragt, ob es klar geht, das jeweils mit Abstand von 5 Minuten, 10 Minuten zu bringen. Ist ja so, sag ich mal, wie normal, wenn man eine Vorspeise bestellt, kriegt man erst die Vorspeise und kriegt danach dann die Hauptspeise. Haben alles auf einmal gebracht. Ich sag euch ehrlich, wirklich, das geht hier gar nicht. Also auch mit der Wartezeit jetzt so, dann sollt ihr einfach Nein sagen, wisst ihr? Dann warte ich lieber 3 Stunden, mach mein Video in 4 Stunden und bestell alles nacheinander. Keine Ahnung, Mann. Das geht gar nicht, mein lieber Steffen Hensler. Hensler, du hast mich kaputt gemacht. Guck
Kruste hat so ein bisschen, kennt ihr noch diese Brotchips? Sehr knackig, sehr kross, einfach wie Chips. Carpaccio soll das sein, ne? Ja, ich habe mich auch sehr stark gewundert, gerade als es kam. Das ist kein Carpaccio, was haben die uns da gebracht? Oder frittierte Carpaccio? Ich glaube, da drunter ist Carpaccio. Ich wollte gerade sagen, Alter. Die Dinger hier oben kann man machen. Jetzt hat man hier Carpaccio so noch nie gehabt. Also eins kann ich euch direkt sagen, wenn du einen Fernsehkoch Stef Hensler kennst, erwartest du nicht das, da erwartest du was Besseres. Guckt euch meine Videos an, egal was in den Drehs passiert ist, nur weil ich warten muss, bewerten das Essen immer fair. Egal was passiert ist, Kellner unfreundlich, sonst was, teilweise die besten Bewertungen gehabt. Ich bin alles, aber nicht unfair. Geile Komponenten mit dem Koriander, das ist was anderes, positiv. Aber in der Umsetzung, zu salzig, da ist das Gewürz völlig überladen. Ich finde das Essen ist eine gute Idee, aber in der Umsetzung nicht servierbar für mich. Nicht, dass ich es zurückgeben würde gerade, aber es ist kurz davor. Gebe ich noch eine 3,5. Ich weiß nicht, ob der es immer so macht, aber so wie ich es hier habe, geht's nicht. Jetzt gibt es Fish and Chips, Leute. Man muss bei diesen Sachen sagen, der Hensler, der arbeitet ja viel dieses Systemzeug und halt eben auch mit seinen eigenen Gewürzen. Die sind eigentlich zum Beispiel auf Pommes, schmeckt das geil, aber man darf es nicht verkacken und da 3 Kilo draufhauen. Das ging nicht. Das ging eben echt nicht. Jetzt kommt Fish and Chips. Hensler-Style. Kommt mal hierher, schön kross. Der ist lecker, aber auch nur, wenn ich in die Tiefkühltheke gehe und mir da einen Fertigbackfisch raushole. Das ist nichts weiter als ein Tiefkühlgericht. Also das kann ich euch gleich sagen, so zum Fisch. Wenn ich das im Tiefkühl-Ranking mache, ich weiß nicht, ob der Hensler Tiefkühl-Ranking gerankt werden möchte, dann gebe ich den echt. Ich habe schon eine 8,7 im Tiefkühl-Ranking. Ehrlich, also das weiß ich aus Insider-Kreisen, dass das so alles viel fertig ist. Das ist ja nichts. Das ist auch nur eine 5 von 10. Ja, kann man essen. Dieses Pommes-Gewürz auf der Pommes, das ist dieses typische Imbiss-Style, sag ich mal, aber das schmeckt geil. Ich würde beinahe sagen, das sind eine meiner Lieblings-Pommes, die habe ich schon mal gegessen. Mag ich sehr gerne. Schön mit dem Koriander, die Zwiebeln hier noch, guckt sie euch an. Gibt eine schöne Frische, nimmt man zusammen mit einem Pommes, schiebt ihn sich rein. Aber auch überwürzt an ein paar Stellen. Also kein Scheiß, die Dinger von Iglo, wirklich. Und ich hau jetzt nicht umsonst auf die Kacke, die haben mir besser geschmeckt. Backfisch im Bierteigmantel oder so. Hi. Ich wollte nur unsere letzte Runde Gericht abholen. Wir haben noch eins hier stehen, Rumsteak. Wird hier irgendwo warm gestellt noch. Ich wollte nur einmal unser letztes Gericht noch abholen. Wir haben Rumsteak noch hier irgendwo warm gehalten. Das war der Chef hier, der weiß Bescheid. Also ganz ehrlich, Leute, ne? Ich bin eben rein, wollte unser zweites Gericht haben. Ich sage, ich hole das gerne jetzt ab. Und die sagen, nee, alles gut, bringen wir. Wir stehen hier schon wieder 10 Minuten, Mann. Wir stehen hier schon wieder 10 Minuten. Ich hatte das, stand da um die Ecke, ich hätte das mitnehmen können. Keine Ahnung, Mann. Ich bin oft privat auch essen. Auch da habe ich mich nie, also seltenst irgendwie verarscht gefühlt. Aber es ist hier echt schon beinahe der Fall. So, letzter Gang, Rumsteak, Leute. So, Runde 3. Normalerweise hätte ich jetzt schon den Spruch gewartet. Ich war hier beim besten Steakhaus in Hamburg. Ich war bei Melzig, dem Steakrestaurant, und ich war bei sonst wen. Aber das ist, glaube ich, hier fehl am Platz. Man darf mit sowas hier nicht rechnen. Weil es einfach so viel schnell und gar nicht so gewollt ist, dass du denkst, so, das ist das Beste, was ich je gegessen habe. Hört sich irgendwie dumm an, ne? Aber ich glaube, das ist echt nicht gewollt. Also ich sage euch was für ein Ding, das ist kein gutes Steak. Das kriegst du zu Hause besser hin. Deren Ziel ist das, mit diesen Gewürzen zu arbeiten. Dieses Gewürz, ich kann mich da voll reinversetzen. Dieses hier, das sind diese Fertig-Hensler-Gewürze. Für mich ist es einfach ein Billig-Fertig-Gewürz. Hat einen gewissen Effekt im Mund, was einfach für mich einfach nur Geschmacksverstärker ist und sich so anschmeckt, als wäre ich an der Currywurstbude. Das ist ein 3,5 für mich, weil das ist kein gutes Steak, es ist kein gutes Steak. Zum Röster rum kommt irgendwie auch nicht richtig durch. Probier einfach mal, Achmed, sag deine ehrliche Meinung. Hier nur die Soße einmal. Ja, gesüßte Sojasauce. Mehr ist das nicht. Einfach Zucker rein, fertig. Jetzt haben die Pommes noch mal frisch, Leute. Das ist einfach nichts für mich. In dem Fall passt das Gewürz, aber trockene Pommes mit guten Gewürz sind immer noch trockene Pommes. Wir hauen uns jetzt noch den Nachtisch rein, Cheesecake. Gucken wir, ob der noch mal ein bisschen was rausreißt. Optik absolut top, muss man sagen. Jod.
leckeres Ding. Und mit Mürbeteig dran, das Eis nochmal dazu. Ist schon ein vernünftiger Nachtisch. Hätte ich jetzt einen 7,5 gegeben, weil es wirklich lecker ist, einfach so. Aber jetzt mein Fazit zu dem Ganzen. Das war einfach nichts. Vorspeise Carpaccio kann man tatsächlich machen. Zweites Gericht war einfach für mich ein Tiefkühlgericht. So, okay, das schmeckt. Du hast die Remo drauf, okay. Aber es ist nichts. Drittes Gericht, Rumsteak komplett einfach Katastrophe. Also für mich hat es versagt. Danke fürs Zuschauen. Lass den Daumen oben so richtig glühen. Das Video muss mal wieder steil gehen. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.